Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des FC Bayern Alsenau TVs. Heute mit dem ersten Heimspiel nach der langen Corona-Pause gegen die zweite Mannschaft des ersten FSV Mainz 05. Außerdem haben wir noch ein neues Format, also bleibt dran. Hallo Toni, seit wann bist du Stadionsprecher des FC Bayern Alsenau? Grüß dich Sebastian. Ja, seit dem Jahr 2010, beginnend mit der Saison 10-11 im August. Bayern Alsenau wurde in diesem Jahr sogar Hessenliga-Meister, ein toller Einstand für mich damals. Wunderbar. Und wie bist du dazu gekommen, Stadionsprecher zu werden? Ja, ich habe die Spiele in der Regionalliga vorher immer angeschaut, habe eine Dauerkarte und sagte irgendwann mal, also eine Ansage wäre auch was Schönes. Nach einer Zeit, vielleicht ein Vierteljahr später, rief mich Alois Sambet an, der damals die Funktion hatte, ob ich mir das vorstellen könnte, Stadionsprecher hier zu sein. Und ich habe sofort Ja gesagt. Hab's bis heute nicht bereut. Schöne Sache, ein wunderbares Ehrenamt. Perfekt, vielen Dank. Liebe Fußballfreunde, Samstag, der 26. September 2020, Corona-bedingt, nach genau 210 Tagen Pause, jetzt endlich wieder ein Heimspiel für den FC Bayern. Wir freuen uns, dass ihr alle da seid, begrüßen euch recht herzlich, besonders unsere Gäste. Denn heute spielt der FC Bayern Alsenau gegen die U23 des FSV Mainz 05. Nachdem unser Stadionsprecher Toni Ritter unsere Zuschauer in der Main-Echo-Arena begrüßte, darf also Seppi nun die Aufstellung des FC Bayern verkünden. Die heutige Aufstellung unseres FC Bayern Alsenau. Trainer Arthur Lemm hat sich für folgende Anfangsformation entschieden. Im Tor mit der Nummer 27 Julian Auer. Als Feldspieler mit der Nummer 4 Besmir Haliti, die 5 Robert Schicken, die 7 Aaron Demir, unsere Nummer 9 Jihad Kutakrit, die 11 Maximilian Brauburger, die 12 Marco Ferrokowski, die 13 Dominik Filjenic, die 16 Henok Teklam, unsere 20 Nils Fischer und mit der 26 unser Kapitän Marcel Wilke. Ja, liebe Zuschauer, das waren die ersten 11 heute vorgelesen von unserem jungen Kollegen Sebastian Simon. Danke, Seppi, für die Mannschaftsaufstellung. Wir begrüßen beide Teams in der Main-Echo-Arena. Unsere Gäste, FSV Mainz 05 U23 in Rot, die Bayern-Spieler in Weiß. Hallo Fußballfreunde, gehen wir gleich rein in die Partie zwischen unserem FC Bayern und der Zweitvertretung vom FSV Mainz. In der Anfangsphase die Bayern gleich mit einer ersten Aktion, während unsere Zuschauer alle 11 Meter fordern, pfeift Schiedsrichter Dänemarker, nur Freistoß für die Bayern. Schauen wir nochmal auf die Zeitlupe und jetzt den anschließenden Freistoß durch Henok Teklam. Der geht allerdings in die Mauer. Dann ein erster Eckball für die Bayern. Wir sind immer noch in der Anfangsphase, 6. Spielminute, Kopfball Marcel Wilke, aber der Mainzer Keeper Ries kann die Aktion entschärfen. Die Bayern kurz vor der Halbzeit dann mit einem langen Ball von Marcel Wilke gespielt. Nils Fischer verlängert und Jack Vokatred steht im Abseits, nach Meinung des Linienrichters. Dann die Mainzer mit dem Freistoß. Das Zuspiel missglückt allerdings. Henok Teklam geht dazwischen, nimmt sich den Ball, zieht in die Mitte und drei Gegenspieler auf sich. Und sein Pass auf den Freistehenden Jihad Bokakret. 1:0 für die Bayern. Sein zweites Saisontor in der 44. Minute bringt die Bayern also in Front. Hier nochmal die Wiederholung. Schön zu sehen, trocken abgezogen. 1:0 Bayern Alsenau. Das Führungstor von Jihad war gleichzeitig auch der 1:0 Pausenstand in der Partie. Im zweiten Durchgang unsere Bayern von rechts nach links und einer ersten Möglichkeit durch Jihad Bokakrit in der 54. Minute, aber Keeper Ries vereitelt. Die Mainzer mit einem Abschluss wenige Minuten später, aber unser gut aufgelegter Torwart Julian Bauer, der vom FSV Mainz zu uns kam, pariert. Dann schwächen sich die Mainzer nach einer Rangelei um den Ball, bekommt Nils Fischer die gelbe Karte und ein Mainzer muss mit Gelb-Rot das Spielfeld verlassen. Die Bayern nun an in Überzahl.
in der 69. Minute dann die Mainzer im Angriff. Nach einem gestocherten Zuspiel in den 16er, dann gibt es eine Berührung und schließlich der Dänemarker zeigt auf den Punkt. In der Wiederholung sehen wir gleich nochmal die Berührung und das theatralische Fallen des Spielers. Nichtsdestotrotz, es gibt Elfmeter für die Mainzer. Und der Goalgetter Simon Brandstätter tritt selbst an gegen seinen Ex-Kollegen Julian Bauer im Tor der Bayern und erhält. Der Nachschuss geht auch noch an die Latte. Und jetzt setzen die Bayern zu einem schnellen Konter an. Henok Teklap über die rechte Seite mit einem Steilpass. Tjerpo Kakrit und Maximilian Brauburger direkt auf Nils Fischer, der in den Strafraum gegen Ex-Profi Fürstner, der reißt ihn um und der Schiedsrichter pfeift Elfmeter auf der anderen Seite. Für die Bayern übernimmt Henok Teklap die Verantwortung und läuft an gegen Torwart Ries. Linke untere Ecke, 2:0 für Bayern Alzenau in der 71. Minute. Zweites Saisontor für Henok Teklap, die Führung der Bayern, nicht unverdient. In der 76. Minute bekommt dann noch der Mainzer Bonert die gelb-rote Karte und schwächt seine Mannschaft erneut. Doppelte Unterzahl für die Rheinhessen in der Schlussviertelstunde in der Main-Echo-Arena. 6 Minuten später dann Eckball für die Bayern von der rechten Seite. Rubacik mit dem Ball in die Mitte, dann kurz abgelegt und Marco Ferrokowski mit einem Hammer zum 3:0. Die Vorentscheidung in dem Spiel war also gefallen. Und während Marco zu seinem verdienten Jubelsturm ansetzt, fangen wir ihn doch gleich zum Interview ein. Marco, herzlichen Glückwunsch zum 3:1 Heimsieg. Erstes Heimspiel Bayern Alzenau, Mainz 2 besiegt. Und du hast ein super Tor dazu beigetragen. Wie ist dein Gefühl jetzt nach dem Spiel? Super Sache. War verdienter Sieg letzten Endes. Wir haben die Dinge umgesetzt, die wir uns vorgenommen haben. Und was halt ein bisschen entgegengekommen ist, sind die 2 Platzverweise. Aber ich bin froh über mein Tor, aber letztendlich noch wichtiger ist der Sieg. Und noch während die Attacke aus den Lautsprechern der Main-Echo Arena ertönte, gestatteten wir unseren Gästen einen Konter. Lukas Hermes schießt Marcel Wilke an und verkürzt auf 3:1. Um unser Ziel! Ein Treffer! Kräftiges! Bibi! Hurra! Bibi! Hurra! Bibi! Hurra! Danke, Sieg, danke! Oi, oi, oi! Herzlichen Glückwunsch, Arthur, zum 3:1 Heimerfolg gegen Mainz 05. Deine Worte zum Spiel. Ja, ich bin natürlich sehr glücklich. Ein besonderes Spiel aus vielerlei Hinsicht. Also für mich ist es schön, gegen Mainz in dem Punktspiel zu gewinnen, weil das tatsächlich ja mein Heimatverein ist. Ich habe meine ganze Jugend dort verbracht. Ich spiele zum ersten Mal in einem Pflichtspiel gegen Mainz 05 und das war natürlich was Besonderes. Dann ist es in der 9-monatigen Amtszeit in Alzenau. Mein 2. Heimspiel ist, glaube ich, auch sehr ungewöhnlich. Und die bisherige Heimbilanz war ja desaströs. Und von daher haben wir die heute ein bisschen aufgehübscht. Und ja, das ist ja auch dann okay. Und unser Spiel war einfach gut. Und ich habe es aber der Mannschaft gesagt. Ich denke wirklich in kleinen Schritten. Und wichtig ist für uns, dass wir diese Art und Weise beibehalten. Die dürfen wir einfach nicht verlieren. Und dann werden wir uns alle entwickeln als Mannschaft. Hoffentlich auch der Verein ein bisschen mit und jeder Einzelne in dieser Mannschaft. Und das wird uns hoffentlich durch die Saison tragen. Aber es war mit Sicherheit ein sehr großer, wichtiger Schritt. Und ich glaube, dass einfach die Erwartungshaltung groß war, auch im Umfeld heute im ersten Heimspiel, nachdem wir auch 4 ordentliche Auswärtsspiele gemacht haben. Und ich glaube, die haben wir heute erfüllt. Und das macht mich auf jeden Fall sehr zufrieden. Lässt mich zufrieden in den Abend gehen heute. Vielen Dank. Gerne. Gerne.